In Teil 20 schauen wir uns an, wie man Lasten erzeugt. Als Beispiel will ich mit Ihnen eine Linienlast und einen Lastfallstützensenkung erzeugen. Wir machen uns als erstes eine Überschrift. Die setzen wir hier ab. Und das soll meine Linienlast werden. Linienlast. Ja, wir brauchen dazu hier die Sophistic-Komponenten unter Loads zu finden. Es gibt also Flächenlasten, Linienlasten, Punktlasten und die Lastfallattribute. Nehmen wir erstmal jetzt die Linienlastkomponente hierher. Und was geht da rein? Wir sehen, als erstes brauchen wir natürlich die Strukturlinien. Und die haben wir hier erzeugt vom Überbau. Dort haben wir zwei Strukturlinien, 100 und 101. Das sind die beiden Felder. Also die Komponente geht da hinein. Damit haben wir schon mal den Ort sozusagen. Nun brauchen wir eine Lastfallnummer. Dann nehme ich einfach mal Lastfall Nummer 10. Jetzt kommt die Kraft als solche. Hier einzugeben ist X, Y und Z-Wert. Ich sage Z minus 10, also 10 kN in Z-Richtung nach unten. Und Sie sehen, in dem Moment, wo ich das hier reinstecke, erscheint auch schon die Last. Hier stellt sich natürlich die Frage, warum in dieser Größenordnung, warum in dieser Farbe? Das hatte ich Ihnen auch noch nicht erzählt. Es gibt hier die Global Settings. Ich setze mir die mal hier vorne auch an den Anfang. Also Global Settings setze ich hier ab. Und da kann man eben grundsätzlich einstellen, wie die Darstellung sein soll von den Sophistic-Komponenten. Und zum Beispiel gibt es hier die Farbe der Strukturelemente oder auch die Farbe der Lasten. Und bei diesen Farbparametern kann man eben ja, Farbpaletten anschließen. Die finden wir unter Params, Input und hier Color Swatch. Das ist die Komponente, die wir anschließen können zum Beispiel. Steht hier auf Weiß. Und wenn ich die da reinstecke, sieht man sofort, dass hier sich die Farbe geändert hat der Strukturelemente von Sophistic. Typischerweise machen wir aber dieses bläuliche und das wäre diese Einstellung. Dann kopieren wir uns den einmal und machen auch die Farbeinstellung. Sie sehen, wenn ich die gleiche Farbe nehme, sieht jetzt die Farbe auch so aus. Hier ist aber sicherlich bei Sophistic ist üblich, dass man dieses Rosa einstellt und ja, Sie sehen es, das wäre diese Einstellung. Des Weiteren kann man hier natürlich auch noch den Faktor der Darstellung der Lasten einstellen, zum Beispiel mit einem Number Slider. Wenn ich den mal hier bei Scale Factor Loads einstecke, sehen Sie, jetzt haben wir eine kleinere Darstellung und ja, so lässt sich das auch sehr schön beeinflussen. Hier unten, das steht ohnehin auf True. Wir haben hin und wieder gesehen, genau das, was jetzt passiert, dass man einen Hinweistext haben möchte bei den Sophistic-Komponenten. Und deswegen würde man das auf wahr, auf True setzen. Wie gesagt, der Default-Wert ist ohnehin True, aber so wäre es auch korrekt. Naja, und so können Sie auch die anderen Dinge beeinflussen. Gut, das kurz als Exkurs zu den Farben und Größen der Lastdarstellung. Wir sind im Prinzip hier schon so weit, dass wir das sehen. Wir brauchen allerdings noch eine zweite Komponente von Sophistic, nämlich die
Load Case Attributes. Das brauchen wir, damit das später auch richtig verarbeitet werden kann im Sophistic. Und da geht hier zunächst die ID wieder rein. Dann der Typ. Was für ein Lasttyp soll es sein? Zum einen nochmal der Hinweis auf die Command Reference. Hier unter Loads kann man das auch nochmal sich in Ruhe anschauen. Und was den Lasttyp angeht, da gehe ich mal in das Handbuch von Sophie Load. Unter Act finden wir hier die Lasttypen GP und so weiter, die üblichen. Und wenn man ein bisschen runterscrollt, dann findet man hier auch weitere, zum Beispiel, was wir gleich machen wollen, F für Settlement, also für die Stützensenkung. Gut, hier haben wir einfach den Lasttyp G für ständige Last. Also brauchen wir ein Panel und schreiben ein G hinein und das wird der Typ. Und dann können wir dem Ganzen noch einen Namen geben, der Last einen Namen geben. Linien Last 1 will ich sie einfach nennen und das wird hier bei Titel eingesteckt. Das ist die Linienlast. Können wir direkt gruppieren. So. Und als nächstes noch die Stützensenkung. Da kopiere ich mir wieder die Überschrift. Stützensenkung soll das unser zweiter Lastfall sein. Auch hier brauche ich wieder eine Lastkomponente und die Stützensenkung ist hier die Komponente Point Load. Ja, man muss natürlich den Ort angeben. Das machen wir gleich. Machen wir erstmal die offensichtlicheren Dinge, also Lastfall beispielsweise. Lastfall 51 nehme ich. Ja, was brauchen wir noch? Natürlich die Größe der Verschiebung, zum Beispiel 10 mm in Z-Richtung, also 0,0, minus 10. Displacement. So, und jetzt können wir die Lastattribute wieder dazu nehmen. Da haben wir zunächst wieder die ID, dann den Typ, hatte ich eben schon gezeigt. F ist Stützensenkung für Settlement. Und auch wieder ein Titel. Und das heißt Stützensenkung 1 nenne ich es auch wieder. Das ist mein Titel. Gut, was jetzt noch fehlt, ist der Ort. Wo soll die Stützensenkung erfolgen? Und wenn wir nochmal rüber schauen, hatten wir hier die Stütze beschrieben und ganz am Ende an der Stelle, wenn ich draufklicke, sieht man es auch, wird es hervorgehoben, die Strukturlinie und den Punkt, beides an die richtige Stelle, an das richtige Placement transformiert. Und genau diese Information will ich jetzt hier mal holen. Und ich stecke sie da rein. Das ist noch nicht richtig. Man sieht schon, es wird entsprechend rot dargestellt. Wir machen hier mal ein Relay und schauen uns an, was da ankommt. Ja, wir sehen also die Linie und den Punkt. Das ist also die Stütze und unten der Auflagerpunkt. Und wir wollen natürlich den Punkt haben, also hier das Item 1. Ja, wir brauchen dementsprechend wieder ein List-Item.
Also ich das mal hin. Hier. Vielleicht ein bisschen rüberschieben. Ein List-Item und wir wollen die Nummer 1 haben. Also mache ich hier eine 1 rein. Das soll der Index sein, den wir von hier benötigen. Ja, und dann sehe ich auch, dass ich hier den Punkt erhalte. Genau den will ich haben und den kann ich jetzt auch dort hineinstecken. Ja, und wenn ich jetzt auf die Komponente draufklicke, sehen wir Displacement, Lowercase 51 an der Stelle nach unten. Das ist meine Stützensenkung. Ja, das war's schon. Machen wir auch hier eine Gruppe draus. Damit haben wir alles fertig und wir werden dann im nächsten Video ja, die Sachen so aufbereiten, dass wir sie zur Statik rübergeben können.